Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und heute fahren wir von Falkenberg an der Elster in Richtung Leipzig. Und hier auf der Streckenkarte seht ihr unseren heutigen Fahrtverlauf. Das Ganze ist ja durch eine ziemlich blöde Situation entstanden. Bereits im letzten Video hatte ich ja ziemlich Pech am Flughafen BER und am nächsten Tag ging es genauso unglücklich weiter. Der Zug von Berlin hatte erhebliche Probleme am Südkreuz, kam einfach nicht ohne Information. Da muss es erhebliche Probleme auf der Strecke gegeben haben. Und dann hat in Falkenberg der Hauptanschlusszug nach Leipzig nicht warten können, also es war eine Minute, die er hätte warten müssen, damit ungefähr 40 Reisende ihren Anschluss schaffen. Aber der Zug ist tatsächlich vor unserer Nase weggefahren. Wir haben ihn alle noch wegfahren sehen, entsprechend die Laune auch, denn diese Züge fahren nur alle 2 Stunden. Das heißt, ich hatte jetzt die Auswahlmöglichkeit, entweder fast 2 Stunden in Falkenberg an der Elster zu verbringen, und wer den Bahnhof kennt, weiß, dass das kein Bahnhof ist, an dem man 2 Stunden zubringen möchte, oder den deutlichen Umweg in Kauf zu nehmen. Kommt am Ende auf die fast gleiche Ankunftszeit hinaus, aber in dem Fall sitze ich wenigstens im Zug, und genau das habe ich gemacht. Und zum Einsatz kommt hier ein Talen 2 der Deutschen Bahn. Dieser war auch pünktlich unterwegs, und zwar ist das ein S-Bahn-Talent, obwohl er hier als Regionalbahn unterwegs ist, wird dann aber später weiterfahren als S-Bahn. Die Strecke, die wir jetzt befahren, ist eher unspektakulär, sehr flaches Land, entweder Felder oder Wälder, die man sehen kann. Für mich war es jetzt ganz praktisch, da ich diese Strecke noch nicht kannte. Somit habe ich diese blöde Situation jetzt dafür genutzt, zumindest ein neues Video machen zu können. Das andere wäre der RE10 gewesen, den haben wir schon mehrfach gesehen. Deswegen zumindest ein neues Video dabei entstanden, wobei diese Grundsituation doch sehr ärgerlich war, weil das wäre wirklich kein Problem gewesen, hier diese eine Minute noch zu warten. Das hätte der Zug auf jeden Fall locker wieder einholen können. Aber so war ich jetzt zumindest unterwegs in Richtung Leipzig, habe dann während der Fahrt meinen Plan nochmal ganz umgeschmissen und bin dann umgestiegen und über Halle weitergefahren. Da gibt es ja immer noch Alternativen, wenn man mit dem Deutschlandticket unterwegs ist und nicht auf einen bestimmten Zug angewiesen ist. Unterwegs sind wir jetzt hier auf der Bahnstrecke Wesselnitz-Roßlau, also die Strecke aus Polen kommend bis kurz vor Dessau. Andere Abschnitte dieser Strecke haben wir schon in einigen Videos gesehen. Dieser Abschnitt hier fehlte jetzt eben noch, und so fahren wir jetzt über Fermerswalde, Annaburg, Jessen und Elster, Mühlanger nach Lutherstadt, Wittenberg. Das ist, wenn man sich es auf der Karte anschaut, ihr habt es am Anfang ja auch gesehen, ein riesengroßer Umweg. Deswegen kam es auf selbe raus, ob ich eine halbe Stunde auf diesen Zug warte oder fast 2 Stunden auf den RE10. Aber in dem Fall war es mir einfach wichtiger, schon mal bequem irgendwo im Zug zu sitzen. Die sind ja ganz gut ausgestattet, die Züge hier. Somit war das dann doch eine ganz angenehme Fahrt. Der erste Abschnitt bis Lutherstadt-Wittenberg war auch sehr leer. Da war also nicht viel los. Zug angenehm gefüllt, viel Platz. Das ändert sich dann schlagartig in der Lutherstadt Wittenberg, denn dann kommt ein Anschlusszug aus Berlin. Den sehen wir hier jetzt auch gleich parallel einfahren. Und obwohl da die Umsteigezeit nicht über 20 Minuten beträgt, so wie in Falkenberg, was ich als sichere Variante eingeschätzt habe, beträgt sie hier nur 2 bis 3 Minuten. Dieser Anschluss hat aber tatsächlich geklappt, unserer nicht. Also ja, wie man es macht, ist es verkehrt. In dem Fall habe ich einfach Pech gehabt. Hier wurde der Zug jetzt aber extrem voll, weil fast der gesamte Zug, den wir hier jetzt gerade parallel einfahren sehen, dann bei uns in die kleine S-Bahn eingestiegen ist. Da war es dann wirklich sehr, sehr voll.
Also der Zug war wirklich an der Kapazitätsgrenze dann. Deswegen habe ich jetzt hier auch im weiteren Verlauf dann nichts mehr gefilmt, außer hier noch kurz die Fahrt über die Elbe. Aber ansonsten war der Zug einfach zu voll, um da noch ein vernünftiges Video zu machen. Ja, also alles in allem eine angenehme Bahnfahrt, allerdings mit einem unangenehmen Grund. Sehr ärgerlich. Und ja, so viel kann ich verraten, im nächsten Video geht es leider genauso ärgerlich weiter, dann aber an anderer Stelle. Das war es erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch geteilten Links sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.